Versuchen wir es mal, oder? Also wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir hier weitermachen. Ich zitiere Ilja. Würde jemand der alten Dame doch bloß den Stab bringen oder zeigen, dass der Stab da ist? Ich weiß, das hat sie nicht wörtlich gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier weiterkommen. Wir versuchen es mal. Aber wie gesagt, eigentlich müssen wir ins verlassene Dorf und da zur Dame, oder? Ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen. Steinstatuen, Worte, die das Siegel lösen, ein Stab aus den Wolken. Ich verstehe gar nichts mehr. Okay, das kennen wir ja schon. Wir können hier gar nichts machen. Wir müssen also definitiv zum Dorf. Aber da war keine alte Dame. Das verstehe ich nicht. Oder es war, weil es Abend war. Aber es macht auch keinen Sinn. Die kann ja nicht nachts verschwinden. Die war ja wirklich weg. Und was da waren, waren tausende Katzen. Ist jetzt nicht schlimm, dass da ein paar Katzen waren. Um Gottes Willen, ich mag Katzen, aber... Warum zum Teufel waren da tausende Katzen und die Frau war einfach weg? Vielleicht bestand die aus Katzen und die Katzen haben jetzt dafür gesorgt, dass sich die Frau aufgelöst hat oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz schön gruselig, weil die Frau einfach weg war. So, okay. Nochmal zur Eldenbrücke. Also wie gesagt, das ist ein bisschen merkwürdig. Die Frau war einfach weg. Aber gut, alle guten Dinge sind, ja, hoffentlich nur zwei. Ich werde jetzt nochmal Epona ganz bewusst nicht rufen. Wir reiten mal ganz schnell als Wolf dahin. Oder wir laufen dahin. Ist ja wirklich, ich hab's ja schon mal gesagt. Reiten ist ja vollkommener Blödsinn. Wir spielen ja Link. Das heißt, wir schlüpfen nicht in die Rolle von Midna. Das heißt, wir reiten nicht, wir laufen. Wisst ihr, was ich meine? Wir reiten auf Epona, aber wir laufen momentan selber. Und Midna ist eigentlich nur... Oh. Notwendiges Übel wäre gemein. Ich mag Midna, aber... Ich meine, sie sucht es sich aus, auf uns zu reiten. Und die arme Epona steht da immer noch rum. Hoch da, schnell und rein da. Also wie gesagt, es macht nur Sinn... Oder ich muss den Stab einfach hochheben im Dorf. Einfach reinlaufen und den Stab hochheben. Komm, lass uns spielen. Der Boss der Hühner erklärt dir alles. Der Boss der Hühner? Was? Lass uns spielen. Alles weitere erklärt dir der Boss der Hühner. Was zum Teufel? Ich will oben den Geist haben. Also die Annahme, dass wir hier irgendwas als Wolf machen müssen, ist auf jeden Fall schon mal richtig. Lass uns spielen. Alles weitere erklärt dir der Boss der Hühner. Der Boss der Hühner, das kann ja nur hier sein, oder? Ah, du bist es. Dann lebst du also noch. Wir haben hier 30, nein, maximal 20 dürften es sein. Jedenfalls haben sich ein paar der Katzen, die früher hier lebten, wieder ins Dorf eingesiedelt. Ich denke, es dürfte nicht zu viel für dich sein. Könntest du dich nicht ein wenig mit ihr beschäftigen? Ja. Du bist ja richtig nett. Du musst einfach nur mit allen Katzen einmal reden. Damit sie sich nicht so einsam fühlen. Aber wenn du das Dorf verlässt, bevor du mit allen geredet hast, musst du natürlich wieder von vorne anfangen. Ach ja, du musst auch noch wissen, wie du mit ihnen reden kannst. Du musst sie von der Seite ansprechen. Also, alles klar? Was? Spiele ich jetzt gerade Verstecken mit Katzen? Nee. Das meint ihr nicht ernst, oder? Und das ist jetzt die Voraussetzung dafür, dass ich im Nachhinein hier dann mit der alten Dame über den Stab aus den Wolken sprechen darf, oder was? Miau, ist das lustig. Nummer 1.
Miau, ist das lustig? Nummer 2. Ja, okay, die Musik motiviert aber sehr. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Vielleicht hier. Nummer 7. Sicherheitshalber gucke ich auch hier oben nochmal nach. Da. Nummer 8. Nummer 9. Hier sind gar keine Katzen. Ja, Huhn. Warte nur ab, ich schaff das schon. Hey, da muss man hochkommen. Ey, wie stellen Sie das denn bitte vor? Ja, okay, dann ist okay. Nummer 10. Nummer 11. Nummer 12. Ich hatte schon. Nummer 13, dann ist hier Nummer 14, richtig? Nummer 14. Nummer 15. Nummer 16. Da oben. Nummer 17. Wie kommt denn hier nochmal nach oben? Ja, wir kennen uns schon, ich weiß, ich muss irgendwie nach da oben kommen. Ich bin gerade nur unsicher wie. Da oben sind auch Katzen drauf. Ich weiß nur nicht, wie genau wir da oben drauf kommen. Die Scheibe zerstören können, hilft mir jetzt nicht unbedingt weiter, muss ich leider sagen. Wie kommen wir denn überhaupt darüber, ist eine gute Frage, oder? Oder können wir hier irgendwo was einschlagen? Ah, probieren wir es nochmal so. Okay, einfangen können wir Katzen schon mal nicht. Schade. Wie kommen wir da nach oben? Vielleicht mit Mittner.
Mittner, hilfst du mir bitte? Wäre eine wunderschöne Hilfe von dir. Der Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, gibt dir das nicht zu denken? Sonst auch mal direkt mit der Alten unterhalten? Ja, aber die sind hier, Mittner. Du könntest mir lieber helfen, mich hier zurechtzufinden. Wir müssen irgendwie da hoch. Nee, wirklich da hochklettern? Ah, okay, Rätsel gelöst. Da muss man auch wieder drauf kommen, oder? Genau sowas meine ich. Das ist teilweise echt gemein gemacht. Naja, liebe Katze, ich rede mit dir. So, du bist Nummer 18. Dann haben wir hier erstmal... Der Geist ist weg, okay. Also ich gehe mal davon aus, dass 20 die richtige Anzahl war, denn hier wäre Nummer 19. Und dann können wir da hinten einmal rüberspringen, dann haben wir hier Nummer 20, richtig? Nee, nee, hoch. Bloß nicht fallen lassen. So. Nummer 20, Wahnsinn, wir sind alle Freunde. Sag schnell dem Boss der Hühner Bescheid. Na, perfekt. Das war ja gar kein Problem, oder? Wir sind ein Meister Katzenjäger. Du hast also mit allen geredet. Bork, herzlichen Dank. Deinen Preis findest du vor dem Haus der alten Frau. Bork, vergiss nicht, ihn mitzunehmen, wenn du das Dorf verlässt. Ja, das höre ich doch gerne. Ich erwarte mal wieder mein Herzteil. Oder? Dein Lohn ist vor dem Haus der alten Frau. Danke, vielen Dank. Beim nächsten Mal, Bork, weiß ich, dass man auf dich zählen kann. Bork. Naja. Diese verrückten Hühner immer. Und überall Katzen. So, wir gehen jetzt natürlich nochmal rüber, denn ich will den Geist haben. Das könnt ihr euch vorstellen. Mich würde mal interessieren, ob man da so auch rüberkommt, von hier aus. Ach, wir machen es so. Und hoch da. So, ein direkter Überraschungsangriff. Perfekt, du erhältst eine Geisterseele. Nehme ich mit. Komm bald mal wieder vorbei. Diese Katzen. Miau, miau. Oh Mann, oh Mann. Ein Herzteil oder ein Herzcontainer? Ein Herzteil, damit haben wir 5 zusammen und bekommen ein ganzes Herz. Perfekt. Na danke. Okay, jetzt hoffe ich aber, dass die Frau hier drin ist, oder? Ich denke mal, dass sie jetzt da sein wird, oder? Oh Gott, alles voller Katzen. Da ist sie ja. Überall Katzen und die spielen mit einem Wollknäuel. Seht mal, überall Katzen. Der Stab. Oh, oh, dieser Stab? Ist das etwa... Der Kopierstab? Bist du etwa... Der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Komulanern verkehrte, von diesem einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft innewohnt. Diesen Stab bezeichnete man als den Kopierstab. Aber nur einem von der Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Nimm es! Du erhältst das Komulaner-Dokument. Es ist in der alten Sprache der Komulaner verfasst. Aber der Text enthält einige Lücken. Zeige es herum, dann öffnet es dir den Weg nach Komula. Dieses Dokument ist in der alten Sprache der Komulaner geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um mich von diesem Ding zu... um dich von diesen Dingen zu unterrichten. Ich wollte echt mit ihr reden, liebe Katze. Ich bin so froh, dass ich dir das antike Dokument der Komulaner übergeben konnte. Pass gut auf dich auf. Ach, so eine gute Seele, oder? Überall Katzen.
Überall Katzen, wir können sie leider nicht mitnehmen. Ach Mann. Ja, die alte Sprache der Komulaner. Wenn wir jemanden brauchen, der uns dieses Buch übersetzt, dann sind wir wahrscheinlich in Kakariko an genau der richtigen Stelle, oder? Aber nochmal. Oh Gott. Ich liebe diese Westernstadt. Okay, Kakariko. Die alte Sprache der Komulaner. Ah, der Weg schließt sich. Merkt ihr das? Stück für Stück schließen sich die Lücken. Wir sind ganz nah dran, herauszufinden, wie wir nach Komula kommen. In die Stadt der Komulaner. Ich bin gespannt. Ein bisschen Angst habe ich natürlich auch, aber... Ah, Mann. Ihr wisst ja, ich hasse es. Ich hasse es, wenn Spiele sich langsam, aber dann doch irgendwie unaufhaltsam immer mehr und mehr ihrem Ende widmen. Ach, die Musik schon. Ach, Ilya. Dieser Jago in den Katakomben, ist das ein Bekannter von dir? Ich muss mich auch bei ihm bedanken. Ach, Ilya. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. So, wir legen mal ganz schnell das Komulaner-Buch auf die Schnellwahltaste. Denn ich denke mal, Jago wird sich darüber freuen, oder? Was ist das denn? Sind das etwa komulanische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Ob das vielleicht die Worte sind, die das Siegel lösen? Also gut, versuchen wir es. Keine Reaktion. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Danke, Richard. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument also erst einmal zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an anderen Statuen auszuprobieren. Die anderen Statuen habe ich schon so oft besucht. Ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere es auf deiner Karte. Wenn du noch Fragen hast, komm einfach zu mir. An dieser Statue haben... alle diese Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Der Kopierstab hat wieder magische Kraft. Mysteriöser Stab, der antike Statuen Leben einhaucht. Ja, das kennen wir bereits. Hey, warum das denn? In diesem alten Dokument stand also der Zauberspruch, der diesen Stab zum Leben erweckt. Wenn wir hiermit wieder zu den steinernen Statuen gehen. Der Typ hat doch gesagt, er würde eine Markierung machen, wo wir die Statuen finden, oder? Also, Richard, gehen wir? Das bringt nichts. Schön gesagt. Ja, wir müssen den Stab erstmal auf die Schnellwahltaste legen. Okay, ja gut. Interessanterweise ist der Stab wieder aufgeladen. Ihr habt es ja gehört. Die Frau im verlassenen Dorf hatte also, die alte Dame, hatte also tatsächlich den Spruch, um den Kopierstab wieder aufzuladen. Das heißt, wer auch immer... jetzt ist die große Frage. Haben die alles gewusst? Mach dir keine Sorgen. Ich warte mit den Kindern hier, bis du zurückkehrst. Mach dir also um uns keine Sorgen. Ehrlich gesagt weiß ich auch nichts über die riesige Statue dort unten. Die gab es bereits, als ich hier als junger Priester herkam. Wenn du dich dafür interessierst, Richard, schau sie dir doch einmal an. Nee, die Frage ist jetzt, hat dieses Vorgängervolk, die Komulaner, haben die tatsächlich gewusst, dass man in die Vergangenheit reisen würde? Dort diesen Kopierstab an sich nimmt und dass er durch die Reise in die Gegenwart wieder seine... Also, dass er durch die Reise in die Gegenwart dann seine magische Fähigkeit verliert. Haben die all das gewusst und deshalb diesen Spruch angelegt? Versteht ihr, was ich meine? Ich würde ganz gerne hier im Fironewald anfangen. Also, wenn die das alles gewusst haben, dann waren die aber verdammt vorausschauend, muss man sagen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Denn wenn sie die wirklich diesen Spruch angefertigt haben zum Aufladen des Kopierstabs für den Herold des Himmels, dann wussten sie ja auch, dass der Stab aus der Vergangenheit geholt werden wird. Denn hier in dieser Sphäre, sag ich mal, in der Ruine... Oh, nee, ich möchte nicht singen. Glaube ich nicht, dass es hier noch irgendwo einen Kopierstab gibt. Den haben wir aus der Vergangenheit geholt. Also müssten sie ja quasi wissen, dass sie in der Vergangenheit den Stab holten, dass die Zeitreise die magische Fähigkeit verschleißen lässt, sozusagen. Ich mache mir viel zu viele Gedanken, oder? Ich glaube schon.
Okay. Du entdeckst ein komulanisches Zeichen. Damit kannst du einen Teil des Komulaner-Dokuments lesen. Aber anscheinend enthält das Dokument immer noch Lücken. Wir müssen also alle Teile des Dokuments finden. Also wir müssen alle Statuen bewegen, schätze ich mal. Nee. Ach, seht mal, wie gemein wieder. Und da kommen wir jetzt mit Midna hoch, oder? Es ist alles mit Rätseln bedeckt hier. Es ist alles mit Rätseln bedeckt. Ich wollte gerade sagen, denn die Statue muss ja die Lösung sein, um darüber zu kommen. Und so kommen wir jetzt oben im Fironewald zu der Kiste, die ich schon die ganze Zeit lang haben wollte. Oben auf der einen Etage, genau. Es darf ja nicht wahr sein. Aber schon genial, oder? Jetzt schließt sich der Kreis, endlich. Und wir halten ein Herzteil. Perfekt. Also, wer da jetzt schon denkt, oh, juhu, Statue bewegt, schnell weg hier, der übersieht tatsächlich ein Herzteil. So, okay, die nächste Statue, die wäre da. Und da können wir auch direkt hier ins Kakariko-Tal reisen. Jetzt endlich können wir also die ganzen Statuen suchen, finden, bewegen und erfolgreich endlich auch die letzten Rätsel hier in Hyrule lösen. Ja, ich weiß, es fehlen noch etliche Höhlen und Dungeons, die wir nochmal durchsuchen müssen, aber ich meine es erstmal im Groben und Ganzen. Haben wir durch den Kopierstab jetzt die Möglichkeit, wirklich alles zu erreichen. So, das müsste hier dann eigentlich... Und da ist das nächste Zeichen. Perfekt, du entdeckst ein weiteres komulanisches Zeichen. Perfekt, aber es gibt immer noch viele Lücken. Schade. Ach, wie gemein. Statue wieder zurückgesetzt. So. So. Und wenn mich nicht alles täuscht, können wir da jetzt rüberspringen, oder? So. 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 Ach. Wäre ja zu einfach, ne? Ne, Moment, ich muss... Perfekt. Ach ja, schön, 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 wie sich die ganzen Rätsel lösen, oder? Stempel Hylianisch E. Hehe. Okay, dann da oben auf der Eldin-Brücke. Da können wir eigentlich mal ganz schnell hinlaufen, das ist gar kein Problem. Ich will auch nicht so viel schnell reisen, ihr wisst ja, ich liebe es, hier durch Hyrule zu galoppieren. Ob in Wolfsform oder auf dem Rücken von Epona, sei mal dahingestellt, aber es ist einfach super. Darf ja nicht wahr sein. Und der arme Jaguar hat gar... Gar nicht gemerkt, dass... er uns geholfen hat. Okay, ich wollte schon fast sagen... dass wir hier noch einen versperrten Weg haben. Das ist immer sehr interessant. Könnte auch gut heißen, dass wir vielleicht noch irgendwo ein Geheimnis haben hier in der Ecke, oder? Schade. Ach ja. So, und dann hinten bei der Hylia-Brücke sind auch noch zwei Statuen sogar. Die müssten wir aber auch recht schnell finden können. Und hier ist wieder, oh, ein großes Gegneraufgebot. Und der Todesberg am Horizont. Ah, ich glaube, mit Wolfsturm sind wir da echt ein bisschen schlecht beraten, oder? Aber wobei.
Dafür erledigen wir zwei auf einmal. Wir laufen aber stattdessen weiter. Ich glaube, das ist nicht so die schlauste Idee, sich jetzt hier wirklich mit denen anzulegen. Schnell weg hier. Und da ist der Todesberg der Goronen. Und ich sag's nochmal, wir müssen nochmal in die Mine der Goronen, denn da fehlt noch immer eine Kiste. Hab ich nicht vergessen. Lalala. So. Und dass wir wirklich alle... sagt mal schnell. Alle Insekten gefunden haben, macht mich auch richtig glücklich. Also alle Stempel wäre auch noch ein Träumchen, aber das ist dann schon 21 von 50. Das ist dann schon echt anspruchsvoll. Moment. Oh, fast runtergesprungen. Das ist ganz schön präzise, die Kerle. Überall die Spuren der Hylianer. Ach, der Hylianer. Der Komulaner. Krass. Krass, krass. Furchtbares Wort, aber das ist echt krass. Ja, du entdeckst ein weiteres komulanisches Zeichen. Es fehlen noch viele weitere. Das kann ich mir vorstellen. So, wofür ist jetzt die Statue da? Hier ist sicherlich auch wieder irgendwas versteckt, oder? Wir können hier hoch, wir können die hier runterholen. Na, scheinbar hier nicht, oder? Ich glaube, hier ist nichts versteckt. Sieht nicht so aus. Na gut, dann einmal Midna, einmal Warpen bitte. Dann können wir jetzt einmal noch zur Hylia-Brücke reisen. Ich weiß, das ist die die Gerudo-Wüste. Aber erstmal die Hylia-Brücke. Ne, erst Hyrule-Stadt. Denn da können wir auf jeden Fall noch eine Kiste holen. Ich erinnere mich gerade. Hier war das ja so, dass die Statue auf jeden Fall auch dafür da war, eine Art Brücke zur Kiste zu bilden. So. Okay, dass die ganzen Statuen aber Teil der Hauptaufgabe sind, im Nachhinein hätte ich nicht gedacht. La 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 la. So. Einmal die Eulenstatue bitte. Oh, ein bisschen durchpuzzeln, das geht aber schon. So. Reicht bestimmt schon, oder? Ah, nicht so ganz. Bewegen wir die mal noch ein bisschen. So. Okay. Noch ein bisschen näher ran vielleicht. So. Huh. Huh. Okay, perfekt. Also ich sag ja, so kommen wir jetzt an die ganzen Kisten ran. Ja gut, 100 Rubine ist jetzt nicht so toll, aber besser als gar nichts. Okay, jetzt müssen wir die noch einmal mit zurücknehmen, damit ich da oben drauf komme. Mittig. So, das müsste passen. Dann haben wir hier das nächste Zeichen, der Komulaner. Und, nein! Schon wieder ein Stück zu weit weg. So, ein bisschen näher bitte. So. Das Problem ist nur, ich glaube, man kann sich hinten an die Podeste selber dranhängen, aber nicht hier an die Statue selber. Das heißt, hier kommen wir auf jeden Fall rüber. Gar kein Problem.
Ja, du entdeckst ein weiteres komulanisches Zeichen. Aber es fehlen immer noch welche. Na gut. Die Hylia-Brücke. Ich würde beinahe sagen, das machen wir noch, oder? Ein letztes Zeichen, das machen wir noch. Und beim nächsten Mal werden wir uns um die restlichen kümmern. Es gibt in der Gerudo-Wüste noch eines, das haben wir gesehen. Und ich bin mir fast sicher, irgendwo bei den Zoras da müsste auch noch was sein. Und war nicht in der Hylia-Ebene westlich von Hyrule-Stadt auch noch eine? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, jetzt haben wir natürlich das große Problem, dass wir nach oben müssen. Das ist aber gar kein Problem. Dann schießen wir mal schnell nach oben. Also wie gesagt, das eine Zeichen holen wir uns noch, danach die restlichen beim nächsten Mal. Ach, wir können zur Oase fliegen lassen. Nee, nee. Der normale Flug reicht an der Stelle. Trotzdem super Angebot, oder? Na gut, ich bin gespannt. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wo da hinten die Statue war. Das fällt mir jetzt so spontan gar nicht mehr ein. La la la, la la, la 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 la. So. Wie gesagt, wo genau die Statue ist, ich weiß nur auf der anderen Brückenseite. So. Und auf geht's. Tut mir leid, wenn das alles jetzt ein bisschen hauruck ist, aber ja. Ist halt jetzt nur wiederholen. Hier, guckt mal, endlich. Endlich, endlich, endlich. Ja, aber wie geht das? Okay, Moment. Wir können jetzt die Statue. Ach, hier ist das Zeichen, ich Idiot. Hier oben. Ja, okay, das ist ja einfach. So, mit dem Haken da oben ran. Okay, die Statue muss ein bisschen weiter weg. Aber wie kommen wir denn an die Kiste? Das ist ja einfach. Ja, darf doch nicht wahr sein. So. Das war ja kein Problem. Aber wie kommen wir in die Kiste? Problem ist, wir können ja nicht auf die Statue selber springen. Du entdeckst ein komulanisches Zeichen. Ja, es gibt immer noch Lücken, ich weiß. Okay, meine Idee wäre jetzt... Ah, wir probieren es mal. Ich habe jetzt eine spontane Idee, aber ihr wisst ja, meine Ideen klappen auch nicht immer. Manchmal, aber nicht immer. Sonst machen wir jetzt mal so. Nee. So machen wir jetzt mal so. So. Hua. Hua. Okay, hat geklappt. Na gut. Na gut, 100 Rubine ist jetzt auch nicht so toll, aber besser als gar nichts. So. Aber gut, Leute, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wo noch weitere sind. Da unten? Hä? Waren das alle? Nee, es waren nicht alle. Hier haben wir keine mehr. In der Gerudo-Wüste fehlt noch eine. Genau, in der Gerudo-Wüste ist noch eine der Statuen. Hier ist keine mehr. Hier ist auch keine mehr. Okay, es könnte gut sein, dass in der Gerudo-Wüste die letzte Statue ist. Aber gut, wie gesagt, die gibt's erst beim nächsten Mal. Ah, jetzt überlege ich gerade. Nee, da oben waren wir schon. Nee, gut, Leute, dann würde ich sagen, das soll's gewesen sein. Alle Zeichen bis auf eins haben wir gefunden, glaube ich. Und dann beim nächsten Mal, ja, gibt's das letzte Zeichen. Ich bin gespannt. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei The Legend of Zelda. Ich habe das Gefühl, es widmet sich dem Ende und das ist echt schade. Aber es gibt ja noch mehr Zelda-Spiele. Na gut, ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit The Legend of Zelda Twilight Princess.